Ja, das ist jetzt der Ads Workshop 101 in der Seabase, der erste seiner Art. Ich habe mich bereits vorbereitet und einen Eimer mit heißem Wasser aus der Kombüse geholt. Da kommt heißeres Wasser als woanders. Den brauchen wir aber gleich erst. Das kann man aber auch vorher machen. Weiterhin brauchen wir diese Lampe, um das Ads-Bad zu erhitzen und später durch die Platine durchzugucken, damit schnell man sie fertig ist. Und man braucht vor allem eine Ads-Maske. Die haben wir hier einmal Probe gedruckt, damit man überprüfen kann, ob die Teile auch ins Rastermaß passen und die Skalierung richtig ist, mit dem Drucker da auf der Seite. Ein relativ stinknormaler Laserdrucker. Und wir werden das Tonertransferverfahren verwenden. Da unten in der Kiste ist das ganze Ads-Zubehör. Zweckdienlicherweise haben wir Tische zum Kisten abstellen. Hier drin sind Prospekte. Auch hier so. Aus lackiertem Papier. Lidl, Aldi, was auch immer. Aus der Mitte irgendwie einen Ups, die Wände waren langsam knapp. Also einen aus der Mitte rausgreifen, der noch nicht angegrapscht ist. Und wichtig, das Papier nicht anfassen, da darf kein Fett drauf kommen, sonst wird's nichts. Das kann man jetzt beidseitig benutzen, glaube ich. Ja, es glänzt auf beiden Seiten. Und das kommt dann in den Drucker. Und jetzt drucken wir dieses File nochmal auf den Prospekt. Weil der Toner sich mit dem lackierten Papier nicht richtig verbindet, können wir ihn danach übertragen auf Platine. So, und jetzt drucken wir das Dokument aus. Sieht man das eigentlich? Den Drucker? Sieht man nicht. Jetzt sieht man den Drucker. Herrlich. Genau guckt, sieht man sogar, wir haben jetzt das Motiv verdoppelt, um zweimal zu ätzen, falls man das auch nochmal braucht oder falls ein schief geht oder sowas. Jetzt brauchen wir noch Platinenmaterial. Hier in der Kiste ist auch Platinenmaterial. In dem Fall ist es jetzt ein einseitiges Kupferbeschichtet, auf der anderen Seite ist es nur Epoxy. Und unser Material ist sehr, sehr dünn. Deswegen müssen wir es nicht sägen, sondern es reicht es vermutlich mit einem Cuttermesser anzuritzen und einem Lineal und dann zu brechen. Natürlich auf der Kupferseite, sonst zieht man die aus Versehen mit ab. Also hier anritzen und dann nach hinten wegbrechen. Ich gucke jetzt hier so ein bisschen rum, wie das wohl am besten passt mit dem Abschneiden von Platinenmaterial. Und ich denke, wenn man das so horizontal, also so schneidet, dann passt das ganz gut. Und dann ein bisschen überlappend noch. Dass es nicht zu klein wird, dass man am Ende noch ein bisschen was abfeilen kann oder sowas oder was auch immer. Sagen wir 6 cm in der Breite. Und dann einmal quer rüber. Ja, nochmal messen. Zweimal messen, einmal schneiden. Passt. Nicht sehr genug Kraft im rechten Arm, noch richtig versauen zu können, aber vielleicht reicht das schon. Nee, ich glaube noch nicht, würde noch ein bisschen sitzen.
Riot. Ja, innen drin ist ein Epoxykern im Übrigen, also Epoxymaterial und oben drauf Kupfer. So, der nächste Schritt ist, dass die Platine und das war jetzt reinigen müssen. Dazu brauchen wir Aceton und irgendeine Art von Tuch und vor allen Dingen den Schleifschwamm aus der gelben Kiste. Einen Schleifschwamm. Damit raue ich die Oberfläche jetzt erstmal auf, bevor ich sie mit Aceton reinige. In kleinen kreisenden Bewegungen möglichst gleichmäßig, dass man nicht irgendwie in der Mitte mehr abträgt als außen, weil das ist schon. Man merkt auch, dass danach auf dem Tisch ein bisschen Kupferstaub ist und an der Hand. Und jetzt im nächsten Schritt mit Aceton reinigen, um jegliches Fett davon zu entfernen. Im Optimalfall übrigens draußen, aber draußen ist schon dunkel, deswegen mache ich es heute ausnahmsweise mal drin, damit ihr was seht dabei. Man sieht jetzt auch schön Kupfer, Staub und Dreck, den wollen wir nicht drauf haben beim Ätzen. Ich glaube, so tut das ganz gut. Im nächsten Schritt, gut, ich habe jetzt beim Schneiden ein bisschen die Tonerschicht verletzt, aber ich glaube, es wird trotzdem ganz gut gehen. Kupferschicht auf den Toner, halbwegs ausrichten und dann möglichst straff einfalten. Ja, das ist mir jetzt auch ein bisschen zu lang hier. Und dann festkleben mit Tesafilm oder Isoliertape oder was auch immer, was halt zur Hand ist. Kein Prittstift. Und jetzt auch hier wieder spannen und möglichst straff rum. Ja. So, jetzt haben wir hier ein Platinen-Sandwich und das wollen wir jetzt laminieren. Dazu gehen wir rüber zur Bügelmaschine. Wir haben hier unser Sandwich. Wir erinnern uns, die Seite mit dem Toner ist da, wo das Drehband nicht ist, ne? Hier. Deswegen kommt die nach oben. Und oben drauf, zum Schutz der Maschine, dass hier nichts anbackt, Backpapier. Jetzt schalten wir das Gerät ein. Das kann man eigentlich auch schon vorher machen. Und dann fängt der an zu heizen. Hier ist ein kleines Thermometer. Das ist sehr klein. Vorsicht, außen Fahrenheit, innen Grad Celsius. Nicht verwechseln. Wir wollen jetzt das Ding aufheizen lassen bis etwa 170 Grad. Und dann wollen wir 65 Sekunden laminieren. Jetzt legen wir uns hier rechts den Timer einstellen auf 65.
Oder, naja, sieben, whatever, 67. Genau. Und jetzt müssen wir noch warten, bis das Gerät warm ist. Ja, das ist, glaube ich, erreicht, wenn die untere LED grün leuchtet oder wenn das Thermometer auf 170 Grad steht. Ja, dauert ein bisschen. Okay, ja, die Maschine hat jetzt aufgeheizt und jetzt können wir loslegen mit dem Pressen. Ich habe das mal gefaltet hier unten, das ist, aber ich glaube, das ist nötig. Und der Timer stimmt, also legen wir jetzt los mit dem Laminieren. Und währenddessen holen wir den Eimer heißes Wasser. Möglichst in die Nähe, weil gleich wird es heiß. Und das Spüli brauchen wir auch noch. Halt. Wie für einen Abwasch. Dosieren. Nicht unbedingt viel mehr, braucht man nicht. Und gleich, wenn das Ding summt, dann ist fertig. In so, weiß ich nicht, 20 Sekunden oder sowas. Stell dich mal links vom Potter hin, dass du den Potter und den Wassereimer siehst. Ja, ich war schon. Kühleisen. So. Gespannt warten wir. Das wird alles Material zum Rausschneiden. Ich hoffe, der Timer ist nicht kaputt. Aber das denke ich jedes Mal, wenn ich hier vorstehe und warte. Und bisher hat es noch immer, nee, der zählt nicht, das sieht man genau gar nichts. Man wartet, bis es irgendwann macht. Und jedes Mal rätselt man, ist der Timer kaputt oder geht er noch? Ich könnte wirklich kaputt sein. Also auf dem letzten Potter war er nicht benutzt. Hm. War das schon 60 Sekunden? Unter 65 oder 70 Sekunden? Hast du nicht einen Timer auf der Kamera? Ja, aber ich habe mir nicht gemerkt, wann das runtergeht. Hast. Also ungefähr. Ja, ich glaube, der Timer ist kaputt. Normalerweise würde es laut machen. Jetzt nehme ich das Sandwich hier und lasse es sofort heiß in das Wasser fallen. Das auch ein bisschen warm ist, dann geht das mit dem. Und jetzt kommt für den schmutzigen Part, den macht der Xen, den zeige ich ihm jetzt. Am besten, der guckt mal rum hier. Genau, da kannst du mal die Kamera hier reinhalten. Man sieht da jetzt unser Sandwich und man sieht, wie das, vielleicht sieht man das, dass das Papier in der Mitte noch heller ist als außen und dass das so ein bisschen von außen die Feuchtigkeit da reinzieht ins Papier. Das geht schneller, wenn das Wasser warm ist. Deswegen ist das warmes Wasser von oben. Wir haben jetzt hier noch so eine lustige Bürste. Mit der Bürste werden wir jetzt das Papier, wenn es sich durchgefeuchtet hat, Schicht für Schicht abtragen, um ganz am Ende dann nur noch den Toner über zu haben, der dann hoffentlich auf dem aufgerauten und fettfreien Kupfer klebt. Das ist jetzt das Ziel. Und jetzt fängt der Xen einfach mal an zu rubbeln. Möglichst vorsichtig, weil wenn du zu stark reibst, machst du alles nochmal. Einfach oben auf dem Kupfer. Genau, auf dem Papier reiben. Du kannst auch die Fetzen außen abreißen. Genau. Wenn du siehst, schon hier ist die Schicht schon oben angegriffen. Durch das Wasser wegrubbeln. Schicht für Schicht. Auch unter Wasser teilweise und dann einfach. Rubbeln. Und ich verstehe, was du meinst. Und dann siehst du, jetzt kommt hier schon Kupfer. Und jetzt muss man auch da schon ein bisschen vorsichtig sein. Ziehen wir auch jetzt mal hier hinten weiter. Und rau halt erstmal nach oben die Lackschicht weg. Wenn man an der Kante ist, natürlich geht es schnell, dass es ab ist. Und viel Spaß. Das genau wollte ich nicht machen. Trotzdem schmutzige Hände. nasse Hände.
müsste jetzt wirklich die komplette Prozedur aufnehmen. Mhm. Kann man dann nachher in vierfacher Geschwindigkeit abspülen, spielen. Abspülen, genau. Noch Stativ dafür. Und da bleibt dann das ein bisschen hängen. Ja, da kannst du dann auch ein bisschen... Ja, gegen Ende hin macht es Sinn, das Platinenmaterial. Man sieht jetzt hier noch an der Seite Papierschichten und man kann die auch mit dem Finger auflösen und wegreiben so. Das fühlt man auch ganz gut, wie weit man da gehen kann. In dem Moment, wo es glatt wird unten drunter, klappt es unbedingt nass, es geht sowieso nicht. Also immer wieder eintauchen. Und dann kann man das hier abreiben. Hier sieht man jetzt so, wo noch Papierschicht oben drauf ist, aber man trotzdem schon fließend erkennt, hier muss noch ein bisschen gerieben werden, bis es wirklich glänzt überall. Und dann wird das eine ganz gute Maske. Ist das hier so ein dunkler Fleck oder was ist das? Nee, hier sind noch Details drunter. Siehst du? Okay. Wenn man da jetzt was kaputt macht dabei, passiert hoffentlich nicht, kann man auch mit einem Folienschreiber, einem Edding, einem Permanentschreiber die Zeichnung korrigieren. Natürlich gibt es auch die Option, dass man seine ganze Platine nur damit zeichnet, wenn man das Rastermaß natürlich hinkriegt. Schaffen aber die wenigsten. Freihand. So, und jetzt geht's an die Reparatur. Hier unten zum Beispiel. Es ist ein bisschen kaputt gegangen. Und irgendwo anders auch. Da. So, nicht schön, aber selten. Lieber ein bisschen zu viel. Kupfer kann man nachher immer noch wegfräsen. Wir bauen jetzt ja gerade eine Maske fürs Kupfer. Alles, wo jetzt keine Maske drauf ist, wird nachher weggeätzt sein. Nach dem Ätzen. Ansonsten behaupte ich, passt das so. Holt jetzt die Erzküvette und stellt sie auf den Tisch. Genau. Wenn er sich jetzt mit der Flüssigkeit bespritzt oder bekleckert, hinterlässt dies Spuren aus seiner Kleidung, die man nur durch Wegwerfen und Neukaufen wegbekommen kann. Ebenso die kleinen Kristalle, die hier draußen dranhängen, diese weißen Kristalle, wenn die sich in der Kleidung festhängen, und das tun sie fast immer, wird an der Stelle am nächsten waschen, meistens. Wenn man so ein Oxy-Action-Zeug einsetzt, wird das richtig schön rot. Wenn die sie in der Klamotten hängen. Und hier haben wir jetzt zwei Stecker. Einen für die Heizung, einen für die Pumpe. Beide stecken wir mal ein. Ja. Und damit das Ding auch kuschelig warm wird, sonst bringt das nichts, haben wir hier noch einen Scheinwerfer. Den schließen wir auch noch an und stellen den so 3 cm dahinter. Möglichst nicht näher dran. Die Erzküvette ist so ein bisschen bauchig. Sie ist deswegen bauchig, weil der Rand nochmal zu nah ran stand und die Flüssigkeit so heiß geworden ist, dass das Acrylglas sich verformt hat. Und jetzt können wir die da einspannen. Platine. Und die Platine hier, die Erzküvette aufgebaut, die Blubberblasen verteilen sich schön gleichmäßig, der Heizstab ist an und der Scheinwerfer ist dahinter und beleuchtet das Ganze und wärmt noch ein bisschen mit. Genau, und jetzt tun wir das da rein. Dazu nehmen wir hier oben den Platinenhalter raus, lassen ihn abtropfen, wenn er von der Kleidung kommt. Wie gesagt, Kinder, das gibt Flecken, die regen die nicht wieder aus. Und setzen die Platine da ein. Na, das passt so noch nicht ganz.
mal gucken. Genau, schön wieder zusammenschieben und dann ganz nach unten runter. So, jetzt müssen wir schon an die Pfoten da kommen, das tut mir nicht weh, ich gehe das gleich abspülen, man sollte es aber nicht einwirken lassen. So. Und jetzt ätzt das Ganze fröhlich vor sich hin. So, unsere Platine ist jetzt fertig geätzt. Man kann überall gut durchgucken. Die Stellen, die man jetzt hier nicht durchgucken sieht, die sind von der anderen Seite noch mit ein bisschen Papier zu. Deshalb sieht man da noch nichts gut durch. Aber der Rest ist wunderschön durchscheinend. So, und jetzt können wir das Ganze hier rausnehmen. Und mit unserem warmen Wasser, was jetzt wahrscheinlich nicht mehr allzu warm ist, einfach abwaschen. Ja, wir sind im Essen jetzt fertig. Man sieht, es ist schön geworden. Das ganze Kupfer ist weg, überall da, wo kein Toner hingekommen ist. Und ja, jetzt müssen wir noch den Toner, der jetzt noch oben drauf geklebt ist, entfernen. Und das machen wir am besten mit Aceton und einem Xen und einem Taschentuch. Dabei werden die Pfoten nämlich schmutzig. Da das Atze unglaublich schnell wegevaporiert, hat es sich als zweckgemäß herausgestellt, einfach ein bisschen was drauflaufen zu lassen. Möglichst nicht so viel, dass das runterläuft, sondern dass die Oberflächenspannung das oben drauf verteilt. Und dann löst es sich sauber an und dann kann man das, dann kann der Xen das sauber runterwischen jetzt gleich. Mach mal. Ne? Und hier ist schon wieder verdampft und da ist die Farbe jetzt zwischen den Leiterbahnen. Aber das können wir gleich nochmal machen. Sollte so eine Ordnung sein. Ja, du kannst hier noch ein bisschen was nachnehmen. Hier, nimm das Tuch her. Hier oben nochmal hübsch machen. Naja, wie du meinst. Wenn dir das genug ist, dann ist dir das genug. Da kann man noch mehr schrubben. Der restliche Dreck ist ja hinten drauf. Genau, jetzt würde ich das Ding erstmal. Genau, im nächsten Schritt dann noch anritzen, tief schneiden mit dem Messer und dann abbrechen, dass das vom Format her passt. Die Löcherchen bohren und dann bestücken. Auf Hinweisen, dass man. An manchen Stellen hat der Toner, war zu viel Toner oder der Toner ist beim Laminieren verlaufen. Da sind jetzt Kupferbrücken entstanden, zum Beispiel hier scheint mir eine. Die kann man loswerden, indem man das Kupfer mit einem Dremel wegdremelt oder mit einem Cuttermesser anritzt und ja, abschabt quasi. Von daher lieber vor dem Ätzen ein bisschen zu viel Edding auftragen, als nachher kein Kupfer zu haben, das man wegschneiden kann. Und jetzt noch ein Pro-Tipp von Tetroid. Wer dieses Aceton benutzt, der sollte wenigstens ein wenig Handcreme da haben, da sonst die Hände sehr rissig werden und irgendwann gar nicht mehr zu gebrauchen sind. Du musst das übrigens kommentieren. Nein, musst du nicht. Das reicht vollkommen aus. Ist das echt da? Ja. Nicht dahinter? Wenn ihr nichts dazu sagen wollt, dann spiele ich einfach wieder die Jeopardy-Melodie ein dann im Hintergrund. Dam, 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 dam. Dum, da, dum, da, dum, da, 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 dum, 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 dum. Wichtig ist, dass die Kupferbahn hier unterbrochen ist, weil es ansonsten hängen bleibt. Dann ist sie einfach so draufzuhauen. Super.